Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich mal eine Abendroutine. Aber bevor ich das jetzt mache, möchte ich euch noch etwas zeigen. Ich habe nämlich das Gehege ein bisschen umgebaut. Das ist jetzt ein bisschen anders. Die Röhren sind ein bisschen verschoben. Da hinten ist eine Schubkarre. Die Kalle sehr gerne mag. Er springt ständig da rein. Und darunter können sie auch durchlaufen. Oben habe ich auch sehr viel noch verändert. Das werde ich gleich nochmal mit Licht zeigen. Da ist eine kleine Heulkiste. Da ist nämlich die Platte darunter abgebrochen. Deswegen ist da unten jetzt halt ein Loch drin. Und deswegen nehme ich das als Heulkiste. Und das steht da halt noch immer. Ich habe halt das, was abgefressen wurde, jetzt einfach hier nochmal hingestellt. Und da noch einfach mal den Balken, weil ich den noch übrig hatte. Und hier ist halt jetzt die Essstelle. Statt da. Hier sieht man jetzt noch einmal mit Licht. Da ist ganz viel Heu. Ich habe mal nur mit Heu jetzt so ein bisschen Stroh. Nicht so viel. Da ist die Röhre. Hier habe ich ein süßes Häuschen mit zwei Öffnungen. Da an der Seite ist auch noch eins. Kann man jetzt gar nicht sehen. Die Buddelkiste ist jetzt gerade die Toilette. Hier liegt ein Brett, da kommt halt dann die Essenssachen rauf. Und hier an der Seite ist auch nochmal Heu. Und das ist halt dann ihr Schlafstall, den ich ein bisschen umdekoriert und neue Sachen drin habe. Ja, und das war's dann jetzt mit diesen Sachen hier vom Stall. Ich fange jetzt nämlich mit der Abendroutine an. Und erstmal werde ich jetzt Wiese pflücken gehen. Von unserer eigenen Wiese. Hier ist mein Beutel. Ist wieder eine kleine Schere drin dieses Mal. Und ich gehe jetzt mal was pflücken. Ich bin jetzt fertig und ich werde jetzt den Kaninchen das Emma bringen. Das ist jetzt ein kleines Vorabendbrot. Die andere Hälfte bekommen sie dann zum richtigen Abendessen, also wenn sie in den Stall kommen. Und das bringe ich denen jetzt erstmal. Kalle sitzt wieder an der Schubkarre, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Ab jetzt wohl sein Lieblingsplatz. Und jetzt hole ich erstmal das Futter raus, also was sie jetzt zumindest bekommen. Und das werde ich jetzt erst einmal hinlegen. Manchmal dürfen dann meine Hühner noch abends raus auf diese Wiese hier. Und die Gebüsche gehen sie dann auch manchmal. Dann ist das natürlich auch ein Zaun. Und dann öffne ich einfach das Tor. Thank you.
So, die Kaninchen sind jetzt mit Essen fertig. Was ihr ja dann jetzt eben gerade gesehen habt. In Zeitraffer. Ich gehe jetzt nochmal zu den Hühnern gucken, die man vielleicht auch im Hintergrund hört. Und ja. Also es sind noch ein paar mehr Hühner jetzt rausgekommen in der Zeit. Das Bewerber und Bärte hier, die sich vorher nicht getraut haben. Ja, und ich mache jetzt für die Hühner noch so eine kleine Pfanne, wo ein paar Essenssachen drin sind. Da hinten im Gebüsch sind welche. Und da möchte ich halt eine Pfanne einmal machen. Und dann locke ich die auch nochmal rein. In ihr anderes Außengehege. Dazu habe ich jetzt zwei Pfannen. Damit nehme ich die Hühner, die sich nicht an die anderen trauen, auch noch an der anderen Seite essen können. Und ich hole jetzt erstmal die Sachen. Und so sieht dann nochmal das kleine Futter aus, jetzt nochmal für die Hühner. Und das bringe ich denen jetzt und lock sie auch wieder in ihr anderes Außengehege dazu mit. Die zweite Pfanne stelle ich dann mit Abstand nochmal an die andere Seite. So, die Hühner sind jetzt drin. Und die Kaninchen, die kommen dann halt ja, heute Abend rein. Und wir sehen uns dann später, wenn ich die Kaninchen nach oben einsperre. Tschüss, bis gleich. So, ich bin jetzt wieder da. Es ist schon sehr dunkel. Es ist zwar erst 8, aber ich habe halt vergessen, dass es so schnell dunkel wird. Ich versuche jetzt, es nicht so hell zu machen, weil das Kaninchen sonst blendet. Man kann zwar wenig sehen, aber ich möchte es jetzt einmal filmen. Und nicht wundern, Kalle hat sehr rote Augen, wenn man in die Taschenlampe ihn anleuchtet. Ich tue jetzt erstmal das Essen nach oben. Natürlich das Wasser nachwechseln. Und ich schütte das Wasser dann einfach hier hin. Es trocknet ja eh wieder. Dann ist die Erde auch ein bisschen nass. Und meine Gießkanne hole ich da einmal runter und mache das nochmal voll. So, und jetzt hole ich nochmal das restliche Gras. Kommt jetzt einfach da so hin. Das werde ich jetzt einmal da hinschütten. So, da liegt jetzt das Gras, noch ein bisschen Müsli und das Wasser ist natürlich auch drin. Und jetzt fehlen nur noch die Kaninchen, die rein müssen. Da sitzt schon die Stella. Ich weiß nicht, ob alle rote Augen haben, also. Und das sieht man nur auf der Kamera eigentlich. Wenn ich so hingucke, sehe ich eigentlich nichts. Und ich werde es jetzt erstmal reinholen. Der kann ich hier oben. Hoppelt hier noch ein bisschen rum. Und jetzt ist sie auch rum. Ich hole noch einmal den Rupert vor.
Und ich filme gleich wieder, wenn Rupert drin ist. So, die Kaninchen sind jetzt alle drin. Alle sind da. Auch Stella, die ist da hinten. Da sieht man sie durch die Röhre. Und ich gehe dann jetzt. Ist ein bisschen nass geworden von ihm. Das lehne ich da immer daneben. Man kann jetzt nicht sehen durch das Dings. Aber ich sag jetzt auch Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.